Moin. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bin ich mal wieder los für ein neues Video. Und dazu nutze ich jetzt erstmal die neuen Flächen, die Daniel, Pino und ich uns rausgesucht haben. Ja, das war gar nicht mal so einfach, an neue Stellen zu kommen. Ihr wisst ja selber, Recherche ist zwar alles, aber erstmal an das Material kommen. Ja, wie gesagt, wir haben neues Material, wir haben neue Stellen. Ich hatte ja vor kurzem ein Video ja online gesetzt. Ein zweites habe ich auch schon abgedreht nach dem ersten, was ich noch veröffentlichen werde. Und das ist jetzt das dritte in Folge. Wieder mit einer neuen Stelle. Daniel und Pino können nicht. Daniel wurde gerade operiert, ist zu Hause, muss sich erholen von der Operation. Ja, Pino, der hat ja, Verpflichtungen der Familie gegenüber. So, und ich habe mir gedacht, so, dann gehst du heute mal raus und probierst mal ein paar neue Stellen. So, vorab möchte ich mich noch beim Jochen Reifenrad, das ist mein Sponsor, das ist www.abenteuer-schatzsuche.de bedanken für Sponsoring und auch für alles andere, was er bis heute für mich getan hat. Ja, heute bin ich wieder mit dem Deus unterwegs. Die Kombination Deus und elliptische HF ist wieder am Start. Warum? Ja, die letzten Malen bin ich ganz gut mit dieser Kombination gefahren. Ich habe gute Funde damit gemacht. Und ja, warum sollte ich jetzt eine andere Spule nehmen, wenn es jetzt so gut gelaufen ist? Also man sagt ja immer, never touching a running system. Und so gehe ich da auch von aus. Also ich werde jetzt nicht unbedingt was anderes Neues ausprobieren. Zu den Einstellungen kommen wir gleich auf dem Feld. Die werde ich euch wieder natürlich sagen, aber das werden so die Einstellungen sein, die ich sonst auch immer nutze, außer eventuell der Sens und die Ground Balance, die wird eine andere sein. Da fragt er ja auch immer, was sind die besten Programme für den Deus. Ich kann euch nur eins raten, ihr habt macht ein Grundprogramm und auf dem Acker oder im Wald oder wo ihr auch suchen wollt, müsst ihr das anpassen. Es gibt kein Programm, was das Beste ist. Das Beste ist immer vor Ort. Ihr müsst immer vor Ort eure Geräte einstellen. Das ist ein Tipp von mir. Das mache ich auch. Ich habe zwar meine vier Grundprogramme, die ich mir angelegt habe, aber die ändere ich individuell immer zu dem Areal, wo ich suchen bin. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, ich hoffe, dass ich heute erfolgreich bin, dass ihr ein schönes Video habt, vielleicht ein paar schöne Funde dabei sind, würde mich ja freuen. Man kann sich ja nichts erzwingen. Suchen ist im ganzen Glück, wird angeln gehen. Man kann am größten Teich sitzen mit den meisten Fischen drin und links und rechts sitzt ein Angler neben dir, der fängt einen nach dem anderen und du fängst ja nichts. So ist das auch auf dem Acker. Hier könnten die schönsten Funde liegen, du läufst einen Meter daneben. Dann bleiben sie eben im Boden. Aber nichtsdestotrotz, ich will euch jetzt nicht hier zutexten mit dem Anfang. Weiteres wird nachher nach meinem Intro kommen. Und jetzt gehe ich erstmal zusammenbauen. Bis dann. Ich bin auf dem Acker. Ich hoffe, dass er mich gut versteht. Es ist heute ein wenig windig. Also, ich werde mein vorgefertigtes Ackerprogramm nehmen. Das Ackerprogramm ist generiert mit dem HOT-Programm. Und wir werden jetzt als allererstes die Ground Balance machen. Die werden wir über das Pumpen einstellen. Das heißt, Pumpen und jetzt auf Start erstmal. So,
Wir haben jetzt eine Ground Balance von 81. Ich möchte heute ein wenig, dass das Ganze ein bisschen aggressiver läuft. Also würde ich die Ground Balance jetzt manuell, wir haben 81 durch das Pumpen ermittelt, von 81 auf 80 zurücksetzen. So, jetzt gehen wir noch in der Ground Balance im Expertmenü. Da oben haben wir den Bodennotch, der ist von 90, setze ich den zurück bis auf 85. Das mache ich deswegen, weil hier bei uns in der Gegend immer viel Koksgestein auf dem Acker liegen und damit tue ich das ein bisschen, ja, ich sag mal, ja, reduzieren die Signale. So, den Bodensens, den haben wir auf 6, den werden wir auch so belassen. Jetzt gehen wir ins Menü. Da ist der Disk auf 5.0 im Plusbereich. Den Sens haben wir auf 90, den werde ich jetzt mal hochsetzen, direkt auf 96. Die Frequenz, die ist auf 14,4. Die Eisenlautstärke auf 1. Die Reaktionszeit haben wir auf 3. Im Expert lasse ich sie auf 0. Und die Autoresponse steht auf 4, im Expert-Modus auf 1. Das reicht mir vollkommen aus. Und keinen Notch, weil wir ja im Disk-Modus gehen. So, das sind jetzt meine Einstellungen für heute. So, und ich lege los und werde mich bei nach dem ersten Signal oder zu dem ersten Fund bei euch wieder melden. Bis gleich. So, hier haben wir das erste Signal. Ein 63er. Geht hoch bis 66. Relativ stabil und nicht tief. Boden ist auch ziemlich noch weich. Ich würde mal sagen, ab 5 cm wird er was besser, aber jetzt ist er weich. So, ich nehme euch jetzt wieder mit und dann wollen wir gucken, was das erste Signal so bringt. Okay, ich hab's schon. Es ist ein Volli und noch vom Aussehen her ein recht schöner. Das ist ein Antonian aus dem 3. Jahrhundert, weil der Kaiser hat eine Strahlenkrone auf. Was das jetzt für einer ist, genau, kann ich nicht sagen. Aber meine erste Münze. Schön. Also dann bis gleich zum nächsten Signal. So, hier sind wir beim zweiten Signal. Auch nicht tief. Ich würde mal sagen, in den ersten 5 cm und das Signal ist jetzt zwischen 58 und 60. Sehr stabil, sehr laut. Ihr seid ja mit dabei. Wir holen es raus. Ich glaube, ich sehe jetzt schon, müsste oben auf sein oder ich verdue mich. Ich glaube, ich brauche noch nicht mal einen Pinpointer. Hier haben wir sie. Der nächste Volli. Auch wieder einer. Ein relativ schöner. Man kann beide Seiten sehr gut erkennen. Ich weiß nicht, ob man das fokussieren kann. Ich halte mal ein bisschen weiter weg. Ich hoffe so. Die Rückseite, denke ich mir mal, ja, so sieht es auch aus. Wird ein Konstant sein. Die Rückseite, zwei Soldaten mit Standarten, in der Mitte das Feldzeichen. Ja. So, dann melde ich mich wieder beim nächsten Signal. Ein weiteres Signal. Nach circa 20 Minuten, ich habe es mir einfacher vorgestellt auf dem Acker, aber es ist nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Aber jetzt hier wieder ein weiteres Signal im 70er Bereich. Ganz klar und sehr laut. Wollen wir mal schauen, was das ist.
Das war diesmal, glaube ich, ein bisschen tiefer als die anderen. Ne? Ja, also ich bin auf jeden Fall draußen. So, ihr seid mit dabei. Na? Okay, da liegt es. Ach nee. Ach, Leute, ihr wisst nicht, was ich da habe. So, die Eingefleischten werden es sofort auch erkennen. Ich auch. Ein keltisches Regenbogenschüsselchen. Ich denke mir mal, Bilon ist das. Ich will auch nicht lang drüber reimen, aber dafür mache ich die Suche. Das ist jetzt so ein Fund, wo ich dann jetzt sagen würde, ich tanze auch mal ein bisschen. So, so. Dafür kann man tanzen. So, das ist ein Topfund. Schön, schreibe auch nicht drüber. Das freut mich immer wieder, ein Schüsselchen bei uns im Rheinland zu finden. Sehr schön. Und jetzt sage ich auch, so kann es weitergehen. Bis zum nächsten Fund. Bis gleich. 30 Meter weiter. Hier ein Signal, was von 33 hochgeht auf 50. Also ein Mischsignal. So, ihr seid wieder live dabei. Okay. Alles draußen. Okay. Okay. Ah, da liegt das schon. Was ist das? Okay. Sieht interessant aus. Ich will jetzt nicht unbedingt da drüber reiben, aber ein bisschen nass machen. Okay. Ich glaube, das ist ein Stück von einer Nadel. Oben sehe ich jetzt hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, so ein Perlkreis. Hier sind Verzierungen drauf. Ja, von einer Fibelnadel würde es nicht sein. Es könnte, ja, oder könnte ein Fibelbruchstück sein. Also ich kann es nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall ein antikes Stück, ein etwas älteres. Okay. Freut mich. So, ich melde mich dann wieder beim nächsten Fund. Bis nachher. So, hier sind wir beim nächsten Signal. Ein ganz stabiler 77er, 80er Leitwert. Ja, von allen Seiten hört sich gut an. So, das haben wir jetzt mal zusammen aus wieder. Na? Okay, im oberen Teil liegt es. So, ihr seid wieder live dabei. Okay, ich sehe es schon. Ach ja, das sind die, erstmal den Pinpoint auch, das sind die berüchtigten Schlossnägel. Der ist auch noch komplett, hinten mit Dorn. Hier sieht man die Bohrung, wo er versplintet wird. Ja, ein relativ schönes Stück noch. Ja, da wohl einen vom Flug gekriegt, also hier sieht man schon leicht durch das Grubbern. Aber das muss erst die Tage passiert sein, wo der Bauer gegrubbert hat. Sonst war das Ding noch komplett schön unberührt gewesen. Okay. Dann bis zum nächsten Signal. So. Bis gleich. Hier ein weiteres Signal. 83er Leitwert. 82, 83. Sehr laut, sehr stabil. Oh ja, hier ist etwas fester der Boden. Das ist draußen. Da liegt es schon. Ach, alles klar, ich weiß schon. Das ist hier so eine typisch römische Eichel von einem Kästchengriff. Ihr müsst euch das so vorstellen. Der Griff ist gebogen und an den untersten Enden hängen solche Eicheln. Nicht nur,
Mitunter können das auch Sielenköpfe sein. Sielenköpfe sind solche Köpfe, das sind bärtige Männerköpfe sind das. Die sind dann auch, ich sag jetzt mal, ja, spitz nach unten. Die hängen dann auch meistens an solchen Griffen, Kästchengriffen, Truhengriffen, ja, wie auch immer. Das sind einfach Möbelgriffe. So, dann sehen wir uns beim nächsten Signal wieder. So, da bin ich wieder. Hier haben wir ein weiteres gutes Signal. Ganz klar 71 bis 73 von allen Seiten, sehr sauber. Also mit der Lipse macht richtig Spaß zu suchen. Also wie gesagt, ja, ist noch drin. Ja, ich glaube, da ist es noch. Draußen? Okay, es ist draußen. So, dann wollen wir mal gucken. Ihr seid ja live dabei. Ach, da liegt sie schon. Der nächste Volli. Also eine römische Münze für die Leute, die vielleicht noch ganz neu in dem Hobby sind. Römische Vollis sind zu vergleichen wie bei uns, sage ich mal, die Euro-Cent-Münzen, also die kleineren, also 2 5-Cent-Stücke so in etwa. Wie gesagt, das war das Kleingeld der Römer. So, dann bis zum nächsten. So, hier sind wir wieder bei einem weiteren Signal von mir. Liegt bei 58,61. Sehr stabil, sehr laut. Ihr seid live dabei bei der Fundtagung. Hier ist der Boden wieder etwas weicher. Ist draußen. So, ich hoffe, man kann es sehen. Ach ja, ich sehe es schon oder glaube es zu sehen. Sehr schön. Hier ein römischer, ja, Phallus-Anhänger in Phallusform. Also ihr könnt ja hier unten schön, ja, die Eier sehen und hier so die Spitze. Das sind so die typischen Pferdegeschirranhänger. Das sind so Votivstücke, die ans Pferdegeschirr kamen, eines jeden Römers. Da gibt es noch die Vulva, also praktischerweise die Kaffeebohne als Gegenstück dazu. Ja, wie gesagt, vielleicht finden wir das auch noch heute, aber bis jetzt Top-Funde. Also ich habe mich eben beklagt, also so macht das Suchen hier Spaß. Alles klar, bis dann. Ja, ich nochmal. So, ihr seht ja, hier war gerade der Anhänger gewesen und wirklich einen halben Meter oder Meter weiter, das nächste Signal liegt oben auf. Da brauchen wir gar nichts mehr zu machen. Mal schauen, was das ist. Das ist grün. Ach, ja. Und das wäre jetzt schön gewesen. Ich glaube, das könnte, ist ein Bruchstück eines römischen Ringes. Also hier ist die Platte, die Form, also das typisch abgekantete, was man bei den Römern so kennt. So, das ist die klassische Form eigentlich eines römischen Rings. Also von der Größe her, glaube ich, eher ein Damenring oder sogar Kinderring. Okay, also bis gleich zum nächsten Signal. Hier haben wir ein weiteres Signal. Liegt bei 58, sehr stabil, auch nicht sehr tief. Also mal so. Das ist ja ein Schreichen schon. Hallo? Okay, das ist draußen. Schauen wir mal, was das ist. Thank you.
Okay. Ja, das ist eine Schnalle. Ob die jetzt römisch ist, kann ich nicht sagen. Erstmal eine Pinnwand aus. Könnte römisch sein. Müsste man im Schnallenbuch genau nachgucken, aber die kommen natürlich auch in allen Jahrhunderten vor. Okay, dann bis zum nächsten. Ja, hier ein weiterer Fund. Da war der Markus ein wenig schneller, als das Horn ihm gesagt hat, schalt zuvor die Kamera ein. Ja, aber ich muss auch sagen, das war ja mehr so ein Eisenton. Warum auch immer. Ich habe schon im Loch geguckt, ob irgendwie vielleicht war ein mineralischer Stein in der Nähe oder wie auch immer. Es liegt oben auf. Aber man hört es auch hier. Jetzt, wenn man ganz nah rangeht, ist es ein sauberer Ton, wie auch immer. Keine Ahnung. Aber ich will euch ja zeigen, was es ist. So, es liegt oben auf. Es ist eine Fibel. Und es wäre eine ganz schöne gewesen. Ja. Wenn nicht der Zahn der Zeit, der Acker, das Düngen, der Flug und was weiß ich nicht noch, der Fibel so zugesetzt hätten. Ja, ist total verbogen, aber ich hoffe, man kann es gut erkennen. Seht mir nach, Leute, ich habe zurzeit wirklich auch für das Video keine Zeit, die Funde zu reinigen. Ich erkläre sie euch hier beim Ausgraben. Nach dem Reinigen sehen sie zwar was schöner aus, man kann es dann vielleicht was besser erkennen, aber es muss auch so für euch reichen. Ihr seid bei der Suche dabei. Also wie gesagt, der Acker ist wirklich sehr vielversprechend. Also man sieht auch kaum Ziegel oder Scherben drauf, aber das glaube ich, das hat da was mit zu tun, da der Bauer hier wohl erst vor ein paar Tagen wieder drüber gezogen hat, also fein gegrubbert hat. Oberhalb ist die Erde locker, unterhalb so ab 5 bis 8 cm ist sie wieder verdichtet. Aber nichtsdestotrotz hier nochmal die Fibel, dass ihr sie nochmal seht. So, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Fund wieder. Und ich hoffe, dass ich dann mein Horn einsetze vorher. Alles klar, bis dann. So, hier ein weiteres Signal. Ah, der Fund ist schon oben auf, ich kann ihn schon sehen. Ich denke mir mal, das wird ein Stüber sein. Ja, ist ein Stüber, denke ich mal, ist dünn. Wird aber auch kein Silber sein. Oder? Muss ich nachgucken. So, das ist jetzt auch mein letzter Fund mit oder vorlaufender Kamera. Ich sehe gerade, mein dritter Akku, der fängt auch an zu blinken an. Also ich habe jetzt drei Akkus durch. So, ich mache gleich noch die Fundzusammenfassung. Nur kurz am Auto. Und das war es dann für heute. Also dann bis gleich. So, wir sind am Auto. Jetzt machen wir mal kurz die Fundzusammenfassung. Erstmal zeige ich euch heute mal wieder, wie viel Schrott zusammengekommen ist. Zu den Funden hinterher, die dann noch was sind. Aber das kann man sich ja nicht vorstellen. Was so, ich war jetzt so circa, ja, was an 5 oder über 5 Stunden, ich weiß nicht, ich habe eben nicht auf die Uhr geguckt, aber so in einem Dreh müsste das gewesen sein am Acker. So, das sind jetzt die Schrottfunde. War jede Menge BMG-Hülsen abgebrochene, Granatsplitter, Spitzen, eine Kugel. Also Bleikugeln, ein paar Bleiteile, ja, ein paar Bleiblomben, ja, die üblichen Verdächtigen, die so auf dem Acker leben. Also wie gesagt, jede Menge Schrott. So, das packen wir jetzt mal so hier beiseite, den Schrott. Der wird natürlich mitgenommen.
So, jetzt lege ich mal gerade so die Kamera an meine Schulter. Neben jetzt hier mein kleine Jute-Section. Legen das mal so hin. So, und jetzt fangen wir mal an. Ich hoffe, dass man das gut erkennen kann. So, das waren die Funde, die heute auf dem Acker gekommen sind. Also wie gesagt, die Fibel hier. Dieser Schlossnagel. Von einem Möbelgriff von einem römischen, die Eichel unten. Dann das Teil, das ist jetzt schon einigermaßen was sauber geworden. Das könnte ein Stück Nadel sein oder auch eine abgebrochene Fibel. Keine Ahnung, was das ist. Wüsste ich jetzt nicht. Echt nicht. So. Hier ein Folli, der noch recht schön ist. Ein weiterer Folli, der recht schön ist. Ja, wie gesagt, hier das Schüsselchen wird auch schon langsam sauber. Könnte ja Silber sein, weil es fliederfarben wird an der Seite. Also es hat vielleicht einen hohen Silberanteil. Mal schauen zu Hause. Ja, was haben wir denn noch? Mal gucken. Ach, hier. Noch ein Folli, der auch noch relativ schön wird. Hier der Pferdegeschirranhänger. So in Darstellung im unteren Teil eines Phallus-Symbols. Dann hier da. Abgebrochene römische Ring. Und hier die Schnalle. So, war das? Ich glaube schon. Ist nichts mehr drin. Ne. So. So, jetzt machen wir mal hin. Also 4 Münzen. Dann weitere 2, 4, 6, 7 Teile, sag ich mal, von einem Mobiliar, vom römischen, dann vom Anhänger, Fibel und so was. Ja, hat sich also für den Acker für mich heute gelohnt. Also relativ schöne Funde heute gekommen. Der Acker ist vielversprechend. Wie gesagt, hier ist noch nicht gedreht, sondern nur gegrubbert. Ich warte darauf, dass der mal gefrühstückt wird. Dann ist das auch ein vielversprechender. Also jetzt setze ich mich mal hier hin und dann gucke ich mal zu in die Kamera. Alles wird, glaube ich, besser. So, ich bin auch platt heute wieder mal. War wieder ein anstrengender Tag, ein anstrengender Suche. Also ich habe mich echt viel geguckt. Viel geraben. Ich hoffe für euch einen schönen Film gemacht zu haben, ein schönes Video in dem Sinne. Ja, an dieser Stelle nochmal meinen Dank an Jochen Reifenrath am www.abenteuer-schatz.de. Das ist mein Sponsor und ja, ich bin froh, dass der Jochen jetzt auf meiner Seite ist mit dem Sponsoring. Was soll ich sonst noch euch sagen? Ja, ich hoffe, dass das Ganze sich mit den Filmen wird, dass ich euch immer gute Funde zeigen kann. So, und wenn ich dann mal die 10.000er Grenze, also die 10.000er Abo-Grenze, ich bin ja jetzt so, glaube ich, bei 7.300, ein paar zerquetschen, dann nehme ich euch mal auf meine Goldecker mit. Also da ist, wo ich Goldmünzen finde. Aber das erst ab den 10.000 Abos. Ja, so, jetzt packe ich ein, fahre nach Hause. Euch noch einen schönen Tag.
wir sehen uns dann spätestens wieder bei einem neuen Video auf dem neuen Acker.